Herzlich willkommen zu Folge 101 von Die Siedler 2 historischen Römische Kampagne Mission 8. Ja, wir beschleunigen hier mal alles wieder. Sieht eigentlich aktuell ganz gut aus. Wir werden jetzt den Mexor angreifen. So, damit ist hier alles voll. Ich glaube, ich habe im Nachhinein nochmal geschaut und hier noch irgendwo eine was gefunden. Hier. Oder wurde schon Gold hingebracht vorher, okay. Frage ist, warten wir noch, bis hier genügend Münzen hingebracht wurden? Durchaus noch eine ganze Ecke. Wie viel Reserve haben wir denn an Einheiten? Ich glaube, wir gehen drauf. Und beginnen mit den Angriffen. Schicken überall, wo wir können. Drei Einheiten hin. Ich bin am Überlegen, ob ich hier auch, aber da nur zu wenig. Let's go. Dann lassen wir das mal beginnen. Wir müssen auf jeden Fall hier auch schnell dann angreifen, sobald wir was eingenommen haben. Genau deshalb. Die verdammten Katapulte. Wir machen uns nämlich ganz schön zu schaffen. Wenn wir den Stand haben. Also das hier noch eingenommen haben. Dann sind wir noch nicht safe. Das reiße ich jetzt erstmal ab. So. Warum kommen wir da nicht durch? So, dann nehmen wir das mal mit. Und auch hier den Weg hoch. Und warten, glaube ich, erstmal. Ich glaube, wir sind zu weit weg, als dass wir hier angegriffen werden. Weil das Problem ist, glaube ich, dass jetzt hier überall nur noch wenige drin sind, also immer nur einer drin ist. Und die jetzt zurückgeschickt werden.
Und da ersetzt wieder eine ganze Armada von wahrscheinlich sehr schwachen Einheiten. Ja, hier gehen die ganzen Generäle zurück. Das ist irgendwie auch nicht so geil gelöst. Und hier kommen jetzt die ganzen Rekruten. Und füllen die leeren Plätze auf. Was natürlich nicht so prickelnd ist. Aber wir haben noch gut Leute in der Hinterhand. Aber hier kommt laute Generäle. Naja. Nicht optimal. Dann machen wir hier mal die ganzen Flaggen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen großen Schlag ausgeteilt. Nenne ich es mal. Sind auch gut vorangekommen. Und hoffentlich können wir diesmal die Position davon auch halten. Und gleich am besten noch weiter vorrücken. Aber man sieht, wir haben quasi nichts da zum Angreifen. Und wir müssen es. Kommen die denn? Da kommen sie, okay. Wir müssen den Turm auf jeden Fall nehmen, um das Katapult einzureißen. Und hier das Hauptgebäude zu isolieren, das wäre, glaube ich, der nächste gute Schritt. Also die drei Gebäude hier auf jeden Fall, dann ist das Katapult weg. Und ist noch ein Katapult, das kann aber glaube ich nicht schießen. Wir hier drauf gehen. Und dann würde ich ganz gerne diese wunderschöne schicken die gleich nochmal raus, bevor das weggeballert wird. Und wir die ganzen Generäle verlieren, das wäre sehr schade drum. Da kommen jetzt natürlich auch schwächere Einheiten mit. Sehr gut, ich sehe erstmal kein Katapult. So, es ist down. Sehr gut, sehr, sehr gut. Gehen wir hinten lang. Ich meine, schaffen wir das vielleicht heute sogar in der Folge? Die beiden Türme. Dann können wir uns hier drum kümmern. Das Katapult kümmern, meinte ich. Es brennt alles.
Mal gespannt. Das genügt und mittlerweile sind generell unterwegs. Sehr gut. Hier aus. Haben wir alles rausgelockt? Ja. Und wir lassen jetzt auch mal auslaufen. Ich glaube, wir kommen hier. Checken mal hier hinten. Wo es hier lang geht. Wir müssen das hier, glaube ich, abreißen, sonst drehen die durch, wenn wir auf der gleichen Insel zwei Häfen haben. Zumindest habe ich das mal in einem Kommentar gelesen. Und von einem Kommentarschreiber habe ich bisher immer sinnvolle Sachen, Anregungen zu lesen bekommen. Deswegen vertraue ich darauf einfach mal. Weil du gleich nochmal Verstärkung ran. Das sieht nicht so gut aus. Ich meine, hier stehen noch drei Generäle, aber es schadet nicht, wenn da noch ein paar dazukommen. Wir sind ja auf jeden Fall ziemlich weit im Süden schon. Ich glaube, wenn es gut läuft, dann schaffen wir das heute noch. Die Nachschublinien sind natürlich sehr, sehr lange. Sehr schön. Es hat vortrefflich funktioniert. Und ich sehe nichts, wo der Weg verläuft. Geil, als nächstes würde ich ganz gerne hier unten das weghauen. Und wir rücken mal wieder auf der. Jetzt habe ich die Kundschaft umsonst losgeschickt. Zum Erkunden. Wir rücken trotz allem jetzt auf der kompletten Linie vor. Mit unseren Einheiten. Das sieht doch ganz vernünftig aus. Kommt permanent Nachschub. Das ist allerdings auch bitter notwendig. Haben wir echt versagt? Bei den beiden scheint so. Aber hier haben wir ganz gut hinbekommen. Das ist natürlich immer das Ganze im Blick behalten, ob wir nicht doch noch mal irgendwo ein Katapult hin haben. Hier ist scheinbar auch was Stärkeres drin, zumindest. Kann man da bis jetzt noch nicht zugange. Ordentlich nach vorne. So, jetzt haben wir hier unten das genommen. So gefällt mir das doch. Aber man merkt, dass es doch immer wieder spannend ist, wie viele Einheiten wir dann doch verbraten und den Gefechten verlieren.
Verdammt, hier ist ein Katapult. Schauen wir, dass wir das wegkriegen. Sehr gut, sehr, sehr gut. So mag ich das. Da haben wir auch nochmal ein Lagerhaus weggemacht. Können wir das verbinden miteinander? Es sieht so aus, als wären wir relativ am Ende dran, glaube ich. Wie sieht die Map? Ja. Da kommt nicht mehr viel. Aber wie gesagt, da ist auch nicht mehr viel, was wir in Einheiten haben. Problem ist, glaube ich, bis die hier sind, die Verstärkungen, laufen die schon wieder zurück, weil die Gebäude jetzt wieder zu weit von der Front weg sind. Das heißt, wir scheinen unsere Nachschublinien etwas zu überfordern, nenne ich es mal. Aber ich denke, das kriegen wir jetzt doch noch ganz gut hin. Trotz aller Schwierigkeiten. Also wenn da jetzt nicht mehr viel zumindest los ist. So, hier kommt die nächste Welle. Ich habe die Hoffnung, dass sie hier vor vielleicht laufen. Wie sieht's denn aus? Haben wir noch 23 haben wir noch drin. Sind sicherlich super viele unterwegs. Hier sind auch wieder welche unterwegs. Also wir müssen uns, glaube ich, mal kurz ein bisschen gedulden. Einfach nur, dass wir dann die Generäle, die ebenfalls mit drin sitzen in den Gebäuden, mit denen Angriff schicken können. Wir hatten aber hier echt viel Potenzial, Bergwerke zu betreiben, die Gegner. Und die sind auch doch wieder auf dem Weg zurück, ne? Das ist wirklich das Problem. Ich bin zu schnell. Wir rücken zu schnell vor. Hier geht's auch wieder nach hinten. Mal geschaut, wann die Verstärkung, keine Ahnung, hier vorne kommt. Vielleicht sind das die. Das wäre sehr gut, weil das auch noch Generäle sind. Und hier auch. Ich glaube, wir haben ja schon, ja, wir haben die, nur das Landesinnere haben wir nicht auf der höchsten Stufe, dass wir da Einheiten drin haben wollen. Bitte bleibt drin. Dann nutzen wir das direkt mal und greifen an. Ja, wir kommen bald unten raus. Also irgendwo hier wird das Tor sein, nehme ich an.
Das sollte voll zügig gehen. Wo ist das Tor? Müssen wir da jetzt noch hinbauen? Das wird lustig. Das wird wirklich lustig. Müssen da wirklich hinbauen noch. Warte ich. Aber ich denke, das sollte reichen. Bitte legt gleich die Sachen raus. Muss aber nicht planiert werden, also die können eigentlich direkt bauen. Nee, hier ist nichts mehr. Das wird jetzt nochmal spannend abzuwarten. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht jeden, der bauen kann, auf einer Insel. Das wäre sehr frustrierend. Wenn wir das jetzt abwarten müssten. Da muss ich fast wirklich nochmal die Folge beenden. Aber ich will doch jetzt nicht die Folge beenden, um eine Wachstube zu bauen. Und dann haben wir irgendwo keine Verbindung. Ich meine, Münzen kommen her. Hier kommt er oder sie. Dann kann gebaut werden. Wahrscheinlich wird dann erst oben Sachen rausgelegt. Ja, jetzt kommen die Sachen raus. Das wird dauern. Und dann müssen wir noch abwarten, bis das Ganze, wie soll ich sagen, bis die Einheit dann hingelaufen ist, um das Gebäude zu besetzen. Das wird auch nochmal dauern. Ich trinke kurz einen Schluck. So. Es wird gewartet auf Rohstoffe. Schauen wir mal, wie. Hier sind sie. Ja, das geht schneller als erwartet. Komm. Die Wachstube ist ja, glaube ich, auch super schnell gebaut. Ich will jetzt
gern fertig. 25 Minuten wäre noch gut. Ah, ich schätze, das wird noch länger. Also hofft dauern. Ist ja doch ein Stückchen hier. Wir haben doch hier keine Grenze mehr. Warum sitzen da? Oder fahren und laufen die Zwitter zurück? Ja, die gehen wieder zurück. Gerade gewundert, warum hier nochmal so viele Leute hinkommen. Ah, stimmt, das war das letzte Gebäude, was gefallen ist. Wobei die ja erst dann verbunden wurden. So, wir haben es gleich geschafft. Können wir noch mal ein bisschen hier die Statistiken durchgehen? Okay, warentechnisch waren wir super stabil. Machen wir so, dann sehen wir auch den Anstieg. Aber wie heftig war denn der rote Gegner, bitte? Militärmacht. Ja, die haben uns schon am Anfang gut zu schaffen gemacht, offenbar. Vor allem auch mit der rote Gegner. Gold sind wir am Schluss drüber gekommen. Produktivität waren auf und ab. Das hier war, glaube ich, der Struggle mit der Logistik mehrmals hier. Wobei wir direkt am Anfang hochgeschossen sind. Was ist denn hier passiert? War das, wo wir vorgerückt sind, dann wieder zurückgeschlagen wurden? Das hatte doch aber eigentlich nichts mit unserer Produktivität zu tun. Da hat man doch nicht wirklich produktive Dinge. Wir haben auf jeden Fall die meisten Gegner besiegt. So, das sind die einzelnen Waren. Ach, spannend. Das sehe ich, glaube ich, jetzt alles zusammengefasst. Also wir haben ganz gut Nahrung auf jeden Fall. Wir haben auch super viel Getreide. Ich weiß nicht, wann wir aufgehört haben, das Getreide zu verbrauchen. Erze sieht auch gut aus. Alles in allem war das so eine gelungene Geschichte. Nächstes Mal. So, jetzt wird hier langsam losgelegt zum Bauen. Jetzt hätte ich fast mein Glas umgeschmissen, sorry. Lauter Gedankenlosigkeit. Bin ich gerade erschrocken. Doch nicht jetzt noch am Schluss. Ganz am Schluss doch nicht mehr. Wir können auch hier die Sachen durchgehen, wobei das wahrscheinlich eh nur angegriffen, eingenommen, bla bla bla. Nein, auch Fisch. Unsere Minen sind auch durch, unsere Bergwerke. Dann haben wir viel gegnerische Sachen eingenommen. Das dauert jetzt echt. Ja. Ich würde gerne, können wir vielleicht die Einheit verfolgen? Funktioniert das?
Keine Ahnung, was das macht. Ich weiß es nicht. Okay. Okay, doch, wir können das verfolgen. Ich muss dann nur in der richtigen... Die sind jetzt was wieder da, die Einheiten. Ist das Mist, dass ich da 5 Sachen drücken muss? Er ist zumindest unterwegs, der General. Wenn ich hier irgendwas abreißen könnte, dann einfach vorlaufen würde ich das tun, um die Zeit zu sparen. Aber so funktioniert das leider nicht. Der Worst Case wäre, wenn das jetzt nicht genug Gebiet freischaltet und wir hier warten hätten sollen, bis wir das hier bauen können. Aber das sollte funktionieren. Aber wir haben jetzt doch schon ziemlich lange für diese Mission gebraucht. Ich bin nicht so wirklich glücklich, muss ich gestehen. Über 13 Stunden, jetzt nochmal eine halbe Stunde. Also fast 14 Stunden gebraucht für die Mission. Ein paar Mal ist mir fast die komplette Wirtschaft zusammengekracht. Wir waren ja eigentlich... Hier war dann irgendwo der Gegner schon, genau. Also er hatte schon ein ziemlich großes Gebiet auf der Map tatsächlich. Vor allem der rote Gegner. War ja bis hier oben. Dementsprechend war das auch der steige Gegner. Diese Inseln mit einzubinden gescheit hat mich ziemlich ans Limit gebracht. Wenn ich jetzt nochmal hier auf... Wir haben noch über 100 Steine. Ich hatte zwischenzeitlich wirklich Angst, dass mir die Steine ausgehen. Wo ist er denn? So. Juhu. Jetzt lassen wir ihn laufen. Und ja, sehen wir das. Wie er langsam aber sicher nach vorne kommt. Mehr langsam als schnell. Aber immerhin. Sehen wir jetzt in einem Mini-Fenster ein bisschen. Okay, können. So. Kreuz und quer läuft er. Juhu, wir sehen ihn. Beeil dich! Du wirst gebraucht,
um unseren Fortschritt zu sichern. Kann diese rote Pöppel da unten mal weg. Scheinbar kriege ich das jetzt hier nicht hin. Schade. So. Juhu, wir haben das Tor gefunden. Wir betreten das Tor. Und damit ist diese Folge dann auch endlich zu Ende nach 36 Minuten. Hätte ich vielleicht doch lieber zwei draus machen sollen. Aber ja, wir haben, glaube ich, 25 haben wir schon gebaut. Oder haben 25 gestartet mit Bauen. Es war jetzt blöd, dass wir da noch was bauen mussten. Aber wegen 10 Minuten jetzt nur dem Bauen zuschauen, wollte ich dann auch keine neue Folge machen. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die neue Mission starten. Bis dahin, lasst euch gut gehen und rein. Ciao, ciao.